Ja, hallo Freunde, ich bin's mal wieder, Micha. Und ich befinde mich heute das Naturschutzgebiet Mönchbruch. Ja, also gucken wir mal, was zu sehen gibt. Wie man vielleicht im Hintergrund hört. Flughafen. Ganz in der Nähe. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen mal die Richtung. Wenn ihr Bock habt, kommt einfach mit. Ich zeige euch mal ein paar Sachen. Okay, viel Spaß. Naturschutzgebiet und die Leute lernen einfach nicht aus. Da liegt schon wieder eine Plastikflasche rum. Unglaublich. Nicht ganz zu verstehen. Die Leute merken es nicht mehr. Naja. Ufergelände betreten verboten. Was für ein Ufer? Ach so, im See dahinter, der hinterliegt. Oh, hier kann man Dinge sogar stauen. Ne? Ja, noch ist Wasser drin. Und weiter hinten raus, da wird es schon weniger. Tja, während ich hier so laufe, kann ich auch mal ein bisschen erzählen. Wird auch Zeit, dass ich mal wieder ein paar neue Filme produziere. Da, dummerweise, meine Festplatte, auf der ich alles gespeichert hatte, Bilder, Filme und so weiter, und das schon in reichlicher Anzahl im Voraus, war auch dabei, ein paar Filme fertig zu machen, hat sich leider die Festplatte verabschiedet. Ja, kracht hoffentlich nicht ein, das Ding hier. Das hält schon mal. Ja, um da nochmal auf die Festplatte zu kommen. Wie gesagt, die hatte sich dann verabschiedet. Jetzt versuche ich seit Wochen mit verschiedensten Programmen die Festplatte wieder herzustellen, sag mal. Zumindest mal ein paar Daten. Habe ich dann auch geschafft. Er hat gesagt, er hätte dann 40.000 Daten gefunden. Ich sage, super. So, damit bin ich gerade beschäftigt, das alles zu sortieren. Er hat natürlich jedes kleinste GIF und was weiß ich was alles, was auf der Platte drauf war. Oder irgendwann auch mal drauf war. Gefunden und das, was er herstellen konnte, hat er wieder hergestellt. So, ich sortiere jetzt und mache und tue. Aber es ist dann doch ein ganz großer Teil der Filme verschwunden. Irgendwie gibt es auch immer zwei Versionen, weil hier die Garmin, die mich gerade filmt, die macht immer, ja, ich sag mal eine MP4-Version und dann noch so eine Version, die ja, von den Daten her kleiner ist und die qualitativ nicht so hochwertig ist. Und davon sind viel mehr übrig geblieben. So, und ich versuche jetzt noch ein bisschen was draus zu machen. Gut, da werde ich die nächste Zeit noch zu nichts kommen wahrscheinlich. Aber ich bin immer unterwegs und drehe gerade dieses Filmchen, dass mir dann hoffentlich nicht wieder von der Platte gefressen wird. Gut, gehen wir weiter. Genug gejammert. Tja, im Nachhinein muss ich feststellen, dass die Daten auf der Festplatte wahrscheinlich gar nicht weg waren,
Und der hat mir halt immer angezeigt, da das so eine Transportable ist, habe ich die mal mit nach Hause genommen und mit auf die Arbeit, damit ich sie mal zur Verfügung habe. Hat sie mir immer gesagt, irgendwie so sinngemäß, die Daten können nicht gelesen werden, sie dürfen nicht darauf zugreifen. Oder sie können nicht darauf zugreifen. Und die Daten können nicht gelesen werden, hat mir eigentlich gesagt, Kollege, alles kaputt. Und dadurch, hektische Aktionen, habe ich mir natürlich tatsächlich kaputt gemacht. Im Nachhinein, nach Recherchieren und, habe ich mal festgestellt, Windows hat einfach gesagt, Kollege, du darfst da nicht drauf zugreifen. Du bist nicht der Administrator, hat aber nicht gesagt. Na gut, das habe ich jetzt festgestellt, nützt mich jetzt gar nichts mehr. Ich ärgere mich halt tierisch, wenn die ganzen guten Filme wechseln. Aber hilft ja nichts, wir starten neu. Okay, so war die Situation. Jetzt habe ich mir noch eine zweite Platte gekauft und mache eine doppelte Sicherung. Aber erstmal habe ich noch 2 Wochen zu tun, um den ganzen Scheiß zu sortieren. Dann manchmal doppelt und dreifach drauf. Wahnsinn. Okay, genug Jammert. Wir gehen weiter und genießen die Natur. Ja, die Richtung eine ellenlange Gerade. Ihr müsst aber gleich irgendwie in Abzweig kommen. Genau rechts. Ja, ich glaube, da vorne kommt sie jetzt. Gut, dranbleiben. Also geht's jetzt da weiter. Und selbstverständlich habe ich auch zur kleinsten Pause immer alles dabei. Inklusive Kamera. Man weiß ja nie, was man fotografieren muss, darf, kann. Ui, da vorne der ganze Horden mit Fahrradfahrer. Na gut. Schön ausgebaut und ist natürlich auch ganz nett hier. Naturschutzgebiet, da sieht man was, was man sonst nicht sieht. Ja, ist halt ein Naturschutzgebiet und kein Nationalpark oder irgendwie sowas, wo sich alles sich selbst überlassen bleibt. Hier ist recht aufgeräumt. Wie man sieht. Mal schauen, wo wir hier sind jetzt. Da steht hier ein Schildchen mit irgendwelchen Erklärungen. Dieser Weg hier, ach, das ist der, der geschlossen ist. Aha. Also, das war mal ein Weg. Diese Richtung begehbar hat man also rausgenommen, damit man die Tiere da nicht stört. Dann geht's da weiter. Müsste ich dann da vorne wieder rechts. Könnte schön ruhig sein hier, wenn der Flughafen hier daneben wäre. Dann ist wieder so ein dicker Brummer. Hört man schon. Das ist jetzt nicht ganz so weit hier zur Startbahn West. So, mal gucken, hier ist ein bisschen Markierung, wo wir hier sind und wo es hingeht. Wenn wir in dementsprechende Richtung laufen. Da, guck. Stangenpyramiden Dreieich, 24,5 Kilometer. Das gehört zu diesem komischen Kulturpark, oder wie sich das nennt. Ach ne, da steht's. Regionalpark Rhein-Main. Genau. Und diese Stangenpyramiden, die da, habe ich fotografiert und bei Instagram mal 1-2 Bilder hochgeladen. Könnt ihr euch da gerne angucken. Schaut also auch mal auf Instagram rein. Auch da bin ich vertreten. Gut, Mainspitz, Schwanheimer Düne. Ja, die Schwanheimer Düne, die könnte man sich bei Gelegenheit auch nochmal anschauen. Wir gehen aber jetzt hier Richtung Mainspitz, weil aus dieser Ecke sind wir gekommen. Die Richtung. Da gehen wir jetzt auch wieder hin. So, da ist jetzt mittendrin, da, ja, weiß nicht, ob ihr was erkennen könnt, ein Spinnengitter, Netz, Webe. Die gehe ich mal ein bisschen näher und versuche sie mal irgendwie zu fotografieren. Fällt ja schönes Licht rein. Okay, ich versuch's mal. Ja, die Mönchbruchallee. So, wir treten jetzt wieder aus dem Wald heraus und haben wieder freie Flächen vor uns.
So, da ist jetzt mal gefilmt mit dem Kit-Objektiv 12-60. Und die meisten anderen Aufnahmen habe ich mit einer Festbrennweite aufgenommen. Die zeige ich euch gleich noch. Die habe ich mir ganz neu gekauft. War praktisch so der erste Test zum Filmen und zum Fotografieren. Die Stromtalwiese. So, da hinten an der Kante, an der Waldrandkante, sind wir vorhin gelaufen. So, jetzt sind wir gleich wieder zurück. Weiter vorne, glaube ich, ganz am Anfang gibt es noch so ein Aussichtstürmchen. Und wie immer kommt aus der Filmrichtung da der Wind und haut genau aufs Mikro. Da läuft er. Gucken wir uns das Geschehen mal an von oben. Vorhin erwähnt, dass ich mir noch ein anderes Objektiv gekauft hatte. Festbrennweite. Ja, da will ich euch noch mal ganz kurz zeigen. Und zwar ist das eins von Sigma. Das Sigma aus der Art-Serie. Da steht es 19 mm 1-2,8. Ich werde es jetzt mal testen. Kritiken hier im Internet und überall waren eigentlich recht gut. Gut, wir werden es selber sehen. Wir testen es aus. Das gute Stück habe ich mir geholt. Ist relativ günstig zu haben. Ich glaube, ich habe 170 Euro bezahlt. Ja, und dann gucken wir, was es kann. Was euch das praktisch ist, mitgeliefert. So eine schöne kleine Schachtel hier. Wunderbar zum Aufbewahren. Klasse. Kann man immer schön einpacken, mitnehmen, geht nichts kaputt oder geschützt. Perfekt. Für den Preis. Klasse. Die Entenfamilie, da kommt sie. Ich filme jetzt ohne Stabilisation, komplett ohne. Die Kamera hat keinen und Objektiv leider auch nicht.
Papa, Mama. Und da ist die Kleine. Oder der Kleine. Oder auch immer. Schleichst dich immer weiter an, ja? Sprichst nicht mit jedem, ne? Versteckt. Ja, Biber, Bisamratte, keine Ahnung. Nee, vielleicht sieht man auch nicht jeden Tag. Der nächste Kollege, guck. Die ganze Familie kommt da an. Guck dir das an, ja. Guck dir das an. Nicht cool. Maschine einfach zwischen den Enten rum. Gleich läuft er mir über die Füße. Das interessiert ihn gar nicht. Ist der blind oder was? Das ist ein Familienausflug hier. Da vorne ist nochmal ein Graben, da geht es dann jetzt hin wahrscheinlich. So ein bisschen Grünzeug tanken. Leider bin ich ohne Zoom-Objektiv losgegangen. Das ist natürlich ein Fehler, wenn man Tieraufnahmen machen möchte. Wollte ich ja gar nicht. So, und hier haben wir. Pfefferminze. Und davon haben wir hier eine ganze Menge. Hier der kleine Kollege, der hängt ein bisschen hinterher da vorne. Der mag auch Pfefferminze, frage ich. Ist gut für die Zähne, ne? Tja, Ratz, Kaul, weg. Hau weg, der Zeugs. Schmeckt gut. Du bist wieder ein Wasser da hinten, ne? Aber cool, ich könnte jetzt hier den ganzen Tag rumlaufen. Geht aber jetzt gerade nicht mehr. Ich muss mal. Und habe mir mal das Naturschutzgebiet Mönchsbruch angeschaut. Einen kleinen Teil davon. Wie viel Zeit hatte ich ja nicht? Mittagspause ist jetzt gleich rum. Und ja, war ganz interessant. Und vor allem war ich hier völlig überrascht. Ich war ja nicht hergekommen, um irgendwelche Tierfilme zu machen, sondern einfach mal entspannen. Und Fotoapparate, sowas habe ich eigentlich immer dabei. Und mal hier und da bei interessanten Sachen was zu knipsen, zu fotografieren und. Aber da laufen die hier tatsächlich die Tiere über die Füße. Die Gänse sowieso, die interessiert das nicht. Und dann diese, wie ich ja mittlerweile denke, dass es Nutria sind, die laufen ja über die Füße. Vielleicht werden die hier gefüttert oder so, das kann sein. Wobei vorne ein großes Schild dran steht, bitte nicht füttern. Na gut, da interessiert die meisten Leute ja eh nicht, was da auf irgendwelchen Schildern steht. Aber wie wir vorhin auch gesehen haben, da unterwegs, dann wieder Plastikflaschen und Karten. Aber gut, nicht aufregen, gelassen bleiben, sage ich immer.
Ja, gut, das war's. War ein schönes Ding. Und unglaublich, ich habe mich echt gefreut. Sowas sieht man natürlich auch nicht alle Tage, da ja so eine ganze Familie da praktisch über die Füße läuft. Konnte es einigermaßen festhalten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne mal einen Daumen hoch. Und kommt beim nächsten Mal wieder mit, irgendwo aus Deutschland. Und wir sehen uns. Bleibt gelassen, euer Micha. Macht's gut. Ciao.